Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In dieser Sendung geht es um die Zukunft Europas. Demnächst startet eine groß angelegte Konferenz über die Zukunft Europas, ausgehend von Straßburg, dem Sitz des Europäischen Parlaments. Es wird viel online passieren, es soll Bürgerbeteiligung geben. Diese Konferenz über die Zukunft Europas wird in 24 Sprachen durchgeführt werden. Was die österreichische Bundesregierung einbringen will in diese Diskussion, ist nicht so ganz klar. Dafür springt jetzt das Bürgerforum ein. Das Bürgerforum ist eine Organisation, die von ÖVP-Europaabgeordnetem Ottmar Karas geführt wird. Und er hat sich für diese Diskussion prominente Unterstützung bei den Sozialdemokraten geholt, aus dem Lager der Grünen geholt, in Person von Ex-Kanzler Kern und der Grünen langjährigen Europapolitikerin Ulrike Lunacek. In dieser Sendung sind wir pandemiebedingt alle online miteinander verbunden. Wir senden aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Und ich begrüße sehr herzlich aus Brüssel zugeschaltet Ottmar Karas. Guten Tag. Guten Tag. Ottmar Karas ist nicht nur langjähriger ÖVP-Europaabgeordneter, sondern auch Vizepräsident des Europäischen Parlaments und als solcher in alle Diskussionen und Entscheidungen eingebunden in der EU. Ich freue mich sehr, dass Ulrike Lunacek dabei ist. Ulrike Lunacek war als langjährige grüne Europapolitikerin in ihrer Zeit im Europaparlament ebenfalls Vizepräsidentin und sie ist jetzt zum Bürgerforum von Ottmar Karas zugestoßen. Das heißt, es ist jetzt ganz klar, dieses Bürgerforum ist sicher keine Vorfeldorganisation der ÖVP mehr. Aus Berlin zugeschaltet ist Kerstin Gammelin. Hallo. Hallo. Kerstin Gammelin ist zuständig für das Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung. Sie war in entscheidenden Jahren EU-Korrespondentin in Brüssel. Und ich freue mich, dass vom Wall Street Journal Bojan Panczewski dabei ist. Hallo. Hallo, servus. Bojan Panczewski macht für die renommierte amerikanische Tageszeitung Wall Street Journal Europa-Berichterstattung und Deutschland-Berichterstattung. Herr Karas, die EU gilt ja als ein etwas kompliziertes Gebilde. Viele Bürger verstehen nicht genau, was wird wo entschieden, was ist das genau, der Rat, die Kommission, das Parlament versteht man doch am ehesten. Warum jetzt diese neue Organisation, Konferenz über die Zukunft Europas und was kann dabei herauskommen? Zum Ersten muss ich einmal klarstellen, das Bürgerinnenforum Europa war immer eine überparteiliche Organisation und bleibt das auch so, weil wir die Zukunft Europas parteipolitisch außer Streit stellen wollen. Wir wollen die Menschen verschiedener Berufe, verschiedener Religionen, verschiedener ideologischer Richtungen zusammenbringen, damit wir miteinander die Zukunft Europas gestalten. Und es ist ja nicht nur die Ulrike Lunacek und der Christian Kern, sondern auch der Wilhelm Molterer, die Angelika Milner, die Matthias Strolz aus den verschiedensten Bereichen der Wissenschaft, haben wir den Franz Marholt, die Frau Sigrid Stagel und vieles da und den Herrn Eiginger. Wir haben auch im Bereich der NGOs Friday for Future, Pulse of Europe. Wichtig ist, dass die Bürger die Zukunft Europas zu ihrem Projekt machen. Das und was kann diese Konferenz bringen, Herr Karas? Konferenz, warum gibt es die Konferenz? Wir sehen doch alle ganz deutlich und spüren es vor allem, wenn wir an die Pandemie denken, die eine globale Gesundheits-, Wirtschafts- und soziale Herausforderung ist. Wenn wir an den Klimawandel denken, der keine nationale Grenze kennt, aber unser aller Zukunft bedroht. Wenn wir an die Flüchtlings- und Migrationsströme denken, dann sehen wir, dass die Zusammenarbeit in Europa gestärkt werden muss, dass wir momentan nicht handlungsfähig genug sind, nicht effizient genug sind, dass wir zu viele Blockaden innerhalb der Europäischen Union haben. Und wir wollen unter Beteiligung der Bürger die Barrieren innerhalb der EU beseitigen. Wir wollen die Europäische Union demokratischer, grüner, digitaler, sozialer und handlungsfähiger machen. Damit beteiligen wir die Bürger an der Planung der Zukunft. Und ich hoffe, dass am Ende ein Konvent steht,
eine Vertragsreform, die auch in der ersten gemeinsamen europäischen Volksabstimmung Mehrheit der Staaten, Mehrheit der Stimmen abgestimmt wird, dass wir so die Europäische Union als die Gemeinschaft Europas in der Welt handlungsfähiger und demokratischer machen. Ulrike Lunacek, wo ist der Punkt, wo Sie sagen, da müssten wir auch in der österreichischen Diskussion weiterkommen, damit es eine Meinungsbildung gibt, die dazu führt zu sagen, ja, es gibt so viele Blockaden, wir brauchen so etwas wie die EU auf neue Beine zu stellen. Vertragsveränderung heißt ja das. Also das ist einer der Gründe, warum ich der Einladung des Ottmar Karas gefolgt bin, jetzt auch im Bürgerinnenforum Europa da mitzumischen und in ganz Österreich wirklich in Dialogforen, in Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern genau das zu thematisieren. Was ist schiefgegangen? Warum gibt es so viel an Missmut und Misstrauen auch gegenüber der Europäischen Union? Und was können wir alle tun, um das besser zu machen? Wo liegen die Probleme? Diese Geschichte, die immer wieder kommt, die auch in den letzten Monaten in Österreich eine Rolle gespielt hat, dass die EU verantwortlich gemacht wird für die Fehler bei der Beschaffung der Impfungen, wo man nicht gesehen hat, dass es ja sehr wohl so war, dass die EU das vorgeschlagen hat und die Kommission das vorgeschlagen und dann die Mitgliedsländer wieder was anderes wollten. Also ich habe oft den Eindruck, dass die Prozesse in der Europäischen Union oftmals nicht wirklich alle verstanden werden, dass das, was die Europäische Union auch tatsächlich leistet, mit uns allen nicht wirklich im Vordergrund steht und dass vor allem der Punkt, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten ganz oft die sind, die schreien, die in Brüssel waren und wir haben eh alles richtig gemacht. Also das umzudrehen, wieder mehr Vertrauen darin zu wecken, dass wir in dieser Europäischen Union dieses Prinzip von Zusammenarbeit statt Konfrontation, also Kooperation statt Konfrontation, auf dem die EU aufgebaut ist, das auch wieder stärker dafür mobilisieren. Und ja, wie Ottmar Karas gesagt hat, in einen Konvent und dann eine Konferenz, eine Zukunftskonferenz, ein Konvent, wo sehr wohl auch Vertragsänderungen anstehen sollen. Also zum Beispiel das Einstimmigkeitsprinzip in manchen Bereichen, bei der Steuer zum Beispiel, das abzuschaffen, um zu mehr Steuergerechtigkeit zu kommen. Kerstin Gammelin, in Deutschland als größtes Mitgliedsland ist natürlich ganz entscheidend, die Meinungsbildung dort, was jetzt wirklich passieren kann. Gibt es in Deutschland, ist über seinen eigenen Schatten gesprungen bei dem Engagement für den großen Wiederaufbaufonds, Wirtschaftswiederaufbaufonds. Jetzt ist Wahlkampf in Deutschland, Vorwahlkampf. Ist da ein bisschen das Gefühl, bitte, jetzt ist Schluss mit der Integration, wir haben so viel gemacht, wie wir jetzt schaffen? Oder ist die Bereitschaft da doch hinauszugehen über das, was es bis jetzt an Integration vorhanden ist? Also ich glaube erstmal, dass mit der Großen Koalition jetzt überhaupt keine inhaltlichen Abstimmungen oder Beschlüsse mehr zu erwarten sind, weil sie ja in 6 Monaten das quasi aufgibt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das ist natürlich sehr abhängig von der Partei, wie groß der Appetit ist auf mehr Europa oder mehr Integration. Was hier, glaube ich, quer durch alle Parteien wahrgenommen wird, ist, dass so ein bisschen die Verbindung verloren gegangen ist zwischen denen da in Brüssel, die da was machen, und den Leuten, die hier in den Städten und Dörfern wohnen und zu lange viele Beschlüsse als alternativlos serviert bekommen haben. Das hat sich leider jetzt auch mit der Großen Koalition fortgesetzt bei dem EU-Wiederaufbaufonds, der ja eine deutsch-französische Idee ist. Also die haben sich erst mal geeinigt, bevor es dann nach Europa gegangen ist. Aber es war nicht so, dass zum Beispiel die Reformpläne, die jetzt abgegeben werden mussten, im Parlament überhaupt debattiert worden sind. Also es findet selbst im Parlament für meine Begriffe und für die Einschätzung von vielen viel zu wenig Debatte über Europa statt. Und ich glaube, nach der Bundestagswahl wird das nochmal wieder stärker auch einen Bedarf dafür geben. Das kommt jetzt darauf an, wenn die Grünen tatsächlich eine Mehrheit erringen würden, was jetzt die Umfragen zumindest als möglich zeigen, wobei natürlich Umfragen auch ihre Tücken haben. Wir erinnern uns, vor 4 Jahren hatte ja der SPD-Kanzlerkandidat plötzlich 30%, 32% und ist dann auf 20% geschrumpft. Also man soll da sehr vorsichtig sein. Aber ich glaube, wenn die Grünen eine entscheidende Rolle kommen in der neuen Regierung, wird es eine große Bereitschaft geben, auch über Europa zu debattieren. Bei der SPD würde ich sagen, wird es so bleiben, wie es jetzt ist.
Und bei der Union ist es so, dass sie eigentlich immer noch ein bisschen erschrocken ist, dass sie so mutig war, diesem EU-Aufbaufonds zuzustimmen. Also es gibt hier in der Fraktion, in der Bundestagsfraktion immer wieder auch Stimmen, die sagen, boah, jetzt haben wir aber schon ganz schön viel gemacht, jetzt aber Moment mal, wir müssen erst mal durchatmen. Und da hängt es, glaube ich, jetzt auch sehr davon ab, inwieweit Armin Laschet die Union zu einem guten Ergebnis führen kann und daraus dann auch Debatten für Europa entstehen können. Bojan Banczewski aus amerikanischer Sicht. Gibt es ja ganz unterschiedliche Sichtweisen auf Europa. Unter Trump war das eigentlich, die Union brauchen wir gar nicht. Je schneller Großbritannien die EU verlässt, desto besser. Die jetzige Biden-Administration ist sehr für die Integration, ist für eine stärkere Europäische Union. Ist das etwas, was bleiben wird, oder wird dieses Hin und Her schwanken in der amerikanischen Sicht auf Europa uns die nächste Zeit begleiten? Naja, bisher, also historisch gesehen, gab es ja kein Hin und Her, sondern die Vereinigten Staaten waren immer ein großer Unterstützer der europäischen Integration bei den beiden Parteien. Das ist erstmal mit Donald Trump geschehen, dass ein Präsident ganz offen sich gegen die EU als solche positioniert. Also das ist eine, ob das dann sich wiederholen werden könnte, werden wir mal sehen. Der will ja nochmal kandidieren. Es kann ja alles geschehen. Aber im Grunde genommen, die Probleme, die der Herr Trump mit der EU hatte, sind auch die Probleme, die Herr Biden mit der EU hat. Also es geht zum Beispiel bei dem Projekt Nord Stream 2, ein Energieprojekt, das Deutschland und Russland enger verbinden werde mit Gaslieferungen. Es geht auch um eine Reihe von ähnlichen Dingen, die bleiben ja immer die gleichen, und im Grunde genommen orientiert sich Amerika immer stärker nach Asien. Also der Blick richtet sich nach China, und das wird ja auch so bleiben. Also diese Evolution der amerikanischen Außenwirtschafts- und Verteidigungspolitik geht in die Richtung hin. Und das kann nicht, glaube ich, nicht gestoppt werden. Die Frage ist, inwiefern wird Europa ein relevanter Partner für die Vereinigten Staaten bleiben? Man hat gewartet, dass die beiden Administrationen halt übernimmt. Herr Biden ist jetzt 100 Tage im Amt, aber zum Beispiel in so ganz wichtigen Sachen wie zum Beispiel Impfstoff gab es eher wenig Kooperation. Also so unähnlich war das ja auch nicht mit der Lage, die unter Herrn Trump herrschte. Also in dem Sinne, die Vereinigten Staaten haben nicht unbedingt ihre Impfstoffreserven mit Europa geteilt. Also die Probleme bleiben immer die gleichen, und natürlich der Ton hat sich geändert, und es bleibt alles beim Alten halt, wie vor 2016, wo man miteinander viel freundlicher und viel kooperativer umgegangen. Otmar Karas, die Zeit des Trump war die Zeit, in der man den nationalistischen Populismus als die große Gefahr überhaupt in der Welt angesehen hat, auch die große Gefahr in Europa angesehen hat, dass das eine Kraft ist, die die Vereinigung Europas sprengen könnte. Ist das zurückgegangen? Ist das nach wie vor aus Ihrer Sicht die größte Gefahr für Europa? Wir haben ja in Ungarn, in Polen, jetzt auch in Slowenien Führungen, die eine europäische Version des Trumpismus betreiben. Ist das aus Ihrer Sicht nach wie vor die größte Gefahr, dass das um sich greift? Ich will zuerst zu Ihrer Frage, die zuerst angeschnitten ist, die mein Vorredner gesagt hat, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Ich glaube, dass sich durch die Wahl von Joe Biden mehr verändert hat als nur die Sprache. Wenn ich die Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen hernehme, wenn ich die Frage des Beitritts zum Iran, zum Atomabkommen Iran, die Teilverhandlungen hernehme, wenn ich auch die Aussagen der Amerikaner jetzt zu einer globalen Digitalsteuer hernehme, die auch einen Mindeststeuersatz für Großkonzerne beinhaltet, dann sind das richtige Schritte, um die Zusammenarbeit
zwischen Europa und Amerika wieder zu verstärken und auf der globalen Bühne eine Rolle zu spielen. Auch das Urteil bei George Floyd und die Konsequenzen daraus gehen in unsere Richtung. Und ich hoffe, aber es liegt nicht alles an den Amerikanern. Es liegt vor allem an uns Europäern, uns selbstbewusst geschlossen auf der Weltbühne zu behaupten, mit eigenen Vorstellungen und Partner zu sein. Zu Ihrer Frage, ja, ich sehe die Zukunft der Europäischen Union sehr eng verknüpft mit der Weiterentwicklung der Europäischen Union als Sozial- und Gesundheitsunion. Und die soziale und die gesundheitspolitische Frage und die Frage der Arbeitsplätze in Europa hängt zusammenhängend mit der demokratiepolitischen Frage. Und wenn wir diese Fragen nicht lösen, dann ist der Autoritarismus, dann sind die Minidrums in Europa weiterhin die größte Gefahr. Daher müssen wir die Mitte, die zur Zusammenarbeit fähig und willens sind, die den Kompromiss suchen, nicht Schuld zu weisen, müssen wir stärken. Das ist auch eine Aufgabe des Bürgerinnenforums und wir müssen die Bürger zu Beteiligten machen, statt ständig mit dem Finger auf den Nachbarn zu zeigen. Ulrike Lunacek, wie sehr ist das proeuropäische Zentrum in der europäischen Politik jetzt geschwächt, angeschlagen? Wir wissen, Fidesz, die ungarische Regierungspartei, baut eine Allianz auf mit der FPÖ, mit Le Pen, mit der polnischen Regierungspartei, die, wenn es zu einer solchen Allianz kommt, würde das Kräfteverhältnis im Europaparlament beträchtlich verändern und wahrscheinlich auch, was die Stimmungen und die politischen Kräfteverhältnisse überhaupt in der EU betrifft, sich niederschlagen. Hält dieses proeuropäische Zentrum? Ich habe die Aufgabe, das zu stärken im Sinn von jene Bürgerinnen und Bürger wieder hereinzuholen, die zwar grundsätzlich finden, dass die EU gescheit ist, weil sie reisen auch gern ohne Pass über die Grenze, wenn es geht, ja, oder ohne den Pass herzeigen zu müssen, oder mögen, dass sie nicht in jedem Land das Geld wechseln müssen in eine andere Währung, aber die das Vertrauen verloren haben. Also insofern ist diese rechtsnationalistischen Bewegungen sind tatsächlich eine Gefahr, nämlich auch für die Demokratie. Sie sind demokratiezersetzend. Sie wollen in Richtung autoritärer Führungspersonen gehen. Einige davon gibt es ja schon, sind ja schon genannt worden. Und sie wollen vor allem auch Errungenschaften, die wir auf diesem Kontinent haben, was Frauenrechte betrifft, was Minderheitenrechte betrifft, die abschaffen. Und sie wollen so eine Art einen Führungsstaat, der nach Lust und Laune, nach Umfragen, nach die Medien sozusagen geißeln, nach dem, was willfährige Medien berichten, dann regieren. Und das ist sehr wohl gefährlich. Wobei ich schon darauf hinweisen muss, dass die andere große Gefahr, der wir uns mit dem hoffentlich jetzt bald wieder sozusagen wieder Einstieg in etwas mehr Normalität mit den Impfungen, dem wir uns massiv widmen müssen und ohne den der Wiederaufbau nicht gelingen kann, ist der Kampf gegen die Klimakrise. Also ich finde beide dieser Punkte, das eine, diese nationalistischen Strömungen und gleichzeitig auch der Kampf gegen die Klimakrise, wenn der nicht ernst gemeint wird, dann gelingt uns ganz vieles anderes auch nicht. Kerstin Gammelin, es war ja immer deutsche Politik, auch die Politik der Kanzlerin Merkel sehr lange, bitte alle doch zusammenzuhalten, auch nicht den Orban nicht ausgrenzen, wenn es nicht absolut sein muss, auch Polen im Gespräch bleiben. Wenn es jetzt so eine Gruppierung gibt im Europaparlament, die ziemlich stark werden könnte, verändert das die Art und Weise, wie eine Berliner Regierung auf die politischen Unterschiede in Europa eingehen muss und auch, sagen wir, Konfrontationen vielleicht akzeptieren muss, denen man bisher aus diplomatischen Gründen aus dem Weg gegangen ist? Also ich denke, das sind zwei Ebenen, auf denen wir uns da bewegen. Das eine ist, dass ja, sagen wir mal, seit der großen Erweiterung der EU die ost- und südosteuropäischen Staaten, die dazugekommen sind, immer noch so ein bisschen ein Block sind, der auf der anderen Seite der Staaten steht, die schon die ganze Zeit dabei waren, also diese westeuropäischen Staaten. Und es gab über die Jahre eigentlich immer Auseinandersetzungen. Von daher, glaube ich, hat Frau Merkel ihre Politik auch so ausgerichtet, dass sie bemüht war,
weil sie ja selber quasi aus dem Ostblock kommt, diese beiden Blöcke zusammenzuhalten und auch immer wieder die Brücke zu schlagen nach Ungarn und auch nach Polen. Und man hat ja auch gesehen, dass beim EU-Wiederaufbaufonds am Ende ihre guten Träte nach Budapest und nach Warschau immerhin ausreichend waren, dass beide Länder noch zugestimmt haben. Diese Gruppierung, die jetzt im Europaparlament wächst, ich erinnere mich, dass das, als wir noch in Brüssel waren zu Zeiten der Euro-Krise, auch mal schon eine große Gefahr gewesen ist. Da gab es auch mehrere Parteien, da waren immer die Frage, bilden die jetzt gemeinsam eine Fraktion, sind das genug Mitglieder, genug Länder und so weiter. Also man hat diese Gefahr schon mal gehabt. Ich glaube, man hat einfach gelernt, mit ihr umzugehen. Und ich denke auch, dass eine neue Bundesregierung den Fokus mehr darauf legen wird, selber zu beweisen, dass durch eigene Politik die Leute überzeugt werden oder die Bürger überzeugt werden. Und sie wird sich nicht so sehr darauf ausrichten, vielleicht einen Block im EU-Parlament zu bekämpfen. Also ich denke, also ohne das jetzt zu wissen, glaube ich doch, dass alle Parteien den Ansatz haben, mit den eigenen Programmen, mit der eigenen Politik und auch als Koalition zu überzeugen, anstatt sich auf andere und die Bekämpfung anderer zu konzentrieren. Bojan Banczewski, Amerika, ist es richtig, wird einen größeren Akzent auf Asien setzen. Europa ist nicht so riesig wichtig mehr, wie das vielleicht früher war, in der Zeit des Kalten Krieges war. Aber trotzdem, aus amerikanischer Sicht, auch ein bisschen aus der Sicht der Biden-Administration, was ist denn für die Biden-Administration, für diesen Teil Amerikas an der EU wichtig? Oder was fällt besonders auf an der EU in der jetzigen Situation aus amerikanischer Sicht? Ja, ich kann natürlich nicht für die beiden Administrationen sprechen, aber es hat sich zum Beispiel gezeigt in der Transitionsperiode zwischen der Trump-Administration und der Biden-Administration, dass die Europäer wirklich sehr schnell einen Investitionsabkommen mit China geschlossen haben. Und zwar nur, weil das war so ein Vakuum in den Staaten, wo man sich nicht wirklich dagegen setzen könnte in Washington. Also, waren die beiden Leute nicht begeistert? Waren sie nicht sogar. Also es gibt eine Regel in Amerika, die sehr streng ist. Da darf man sich nicht außenpolitisch äußern, bevor man in Amt ist. Und doch manche der engsten Berater von Biden haben sich sogar auf Twitter geäußert, dass Europa vielleicht ein bisschen warten könnte, bevor man diesen Vertrag abschließt. Und der Vertrag ist natürlich abgeschlossen worden, also dieses Abkommen halt. Ne? In dem Sinne, ich glaube, China ist vielleicht das größte Thema schlechthin. Natürlich, wie der Herr Karas meinte, in Sachen Iran ist man jetzt viel einig. Natürlich, die wollen zurückkommen zu einem Abkommen mit Iran und das ist eine gute Sache außenpolitisch. Aber das ist doch von einer viel kleineren Bedeutung jetzt global gesprochen. Und in dem Hinsicht, also die Verhältnisse mit China, Europa will einfach Geschäfte machen, vor allem Deutschland, natürlich Frankreich, aber auch und andere Länder, die wollen ein gutes Verhältnis mit China haben, die wollen Geschäfte machen, die wollen, soweit es möglich ist, da exportieren und so weiter und so fort. Amerika ist natürlich existenziell bedroht von dem Wachstum der chinesischen Macht in wirtschaftlichen, militärischen und so weiter. Also da sind die Interessen natürlich sehr unterschiedlich. Und inwiefern da Europa und Amerika zusammenkommen, wird sich zeigen. Aber im Grunde genommen, diese zwei Positionen können nicht wirklich jetzt unbedingt auf einem gemeinsamen Nenner gebracht werden, weil sie so unterschiedlich sind. Es sind unterschiedliche Dynamiken, ganz klar, in verschiedenen Teilen der Welt. Ich glaube, Washington wird immer wieder versuchen, Europa für sich zu gewinnen. Es wird immer versuchen, diese kleinen oder großen Deals zwischen Brüssel und Peking oder zwischen den Hauptstädten Europas und Peking zu obstruieren. Aber wir werden mal sehen, wie das aussieht. Jetzt möchte ich den Herrn Karas noch fragen. Wir haben die Situation, dass was auch immer in Deutschland passiert bei den Wahlen im Herbst, es wird eine Veränderung der politischen Verhältnisse sein. Die Langzeitkanzlerin Merkel wird nicht mehr sein. Es werden möglicherweise die Grünen in irgendeiner Form in der Regierung
sein. Was erwarten Sie da für Impulse für Europa aus der Tatsache, dass in Berlin jetzt auf jeden Fall alles durcheinander gerüttelt wird und Berlin ist ja nicht gerade ein unwichtiger Ort in Europa? Ganz konkret auf Ihre Frage muss ich antworten, dass ich hoffe, dass die nächste Koalition aus CDU, CSU und den Grünen entsteht. Ich halte das für europapolitisch. Oder auch umgekehrt, oder? Wishful thinking. Ich habe jetzt gesehen, dass es eine Koalition zwischen diesen beiden Parteien gibt. Ich halte das europapolitisch für das größte Signal auch vorwärts und das europapolitisch für die größte Dynamik in dem Zusammenhang. Alle anderen Konstellationen haben europapolitisch mehr Probleme als diese und es geht hier voran. Aber das wird der Wähler und die Wählerin entscheiden. Zum Zweiten muss ich zu der Frage noch sagen, Amerika, ich glaube, da entscheidet, die Amerikaner werden Europa mehr brauchen, als das nach außen bekannt gegeben wird, weil wir gehen natürlich in der kontinentalen Auseinandersetzung primär auch in eine gesellschaftspolitische und in eine demokratiepolitische, in eine systempolitische. Russland, kommunistische Diktatur. China, kommunistisch, zwei Staaten, ein System. Die Amerikaner und die Europäer verbindet noch immer der demokratiepolitische Ansatz und die Werte der europäischen, der Demokratie am stärksten. Und weder Amerika noch Europa wird alleine mit China die Auseinandersetzung gewinnen können. Und daher wird es hier zu Allianzen kommen. Die Frage ist, wie stark sind wir? Zu der Frage, die Sie gestellt haben, rechts, links. Die Mehrheit ist, die Bürgerinnen und Bürger sind zur Zusammenarbeit bereit. Hören wir auf, ständig an die Ränder zu schielen und vor den Rändern zu kapitulieren. Mobilisieren wir Europa als Gemeinschaft und mobilisieren wir die Zusammenarbeit und die Gestaltung der Zukunft. Das ist unser Ziel. Und ich erwarte mir, dass die Debatte um die Zukunft Europas, wie wir sie auch im Bürgerinnenforum Europa forcieren werden, im Bereich Innovation und Digitalisierung in Arbeit, im Bereich Wirtschaft und Umwelt, im Bereich von Soziales und Gesundheit, in der Frage Demokratie und Recht und Werte und in der Frage Europa in der Welt, dass wir Bürger die Zukunft bestimmen und nicht immer nur auf Regierungskonstellationen warten. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir müssen die Bürger zu Beteiligten machen und das ist unser Ziel. Und ich erhoffe mir, dass die deutsche, neue deutsche Bundesregierung eine Dynamik verstärkt. Und ich hoffe, dass die Wahl in Frankreich nicht die Dynamik bremst. Und daher ist es so wichtig, dass wir bis dorthin einen Zukunftsdialog mit den Bürgern vorantreiben, der die Themen auf den Tisch legen und sagen, wir warten nicht, wir wollen Veränderungen in Richtung mehr Demokratie. Ganz kurz, Ulrike Lunacek, noch zu Deutschland und den möglichen europapolitischen Folgen einer, ja wer weiß, vielleicht Bundeskanzlerin Baerbock. Da bin ich sehr zuversichtlich und ich hoffe und denke, dass die deutschen Grünen tatsächlich in der einen oder anderen Form an der nächsten Regierung sind und ja vielleicht auch mit einer Bundeskanzlerin Baerbock. Ich kenne Annalena Baerbock aus unserer gemeinsamen Zeit im Vorstand der Europäischen Grünen Partei vor mittlerweile 15 Jahren und sie war damals schon sehr gut aufgestellt, sowohl was internationales betrifft, Völkerrecht, aber auch in vielen anderen Themen. Und insofern bin ich da sehr zuversichtlich, gerade was auch die Europapolitik betrifft. Die wird mit Annalena Baerbock und den deutschen Grünen eine sehr zukunftsorientierte sein, eine, die wirklich die Bevölkerung auch wieder sozusagen ansprechen wird. Und das ist auch jetzt zu sehen in der Zustimmung, die sie auch in Deutschland jetzt bekommt, mit der Erklärung, dass sie als Bundeskanzlerin antritt, als kandidiert. Da bin ich zuversichtlich, dass das in eine gute Richtung geht, in eine, die dem ganzen Kontinent der gesamten Union auch nützen wird. Vielen Dank. Sie hörten eine Diskussion über Trends und Widersprüche in der Europapolitik angesichts des Starts der Konferenz über die Zukunft Europas im Mai. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Damen und Herren, die mitgemacht haben. Ich verabschiede mich bei Ihnen.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.